morgen, am Freitagmorgen, wir haben schon 7 Uhr. Ich bin gerade auf dem Weg nach Lambertheim oder wir. Meine Kollegen nicht. Wir fahren den 934 Laden. Er geht rüber. Er geht rüber nach Kirchheim-Bruland. Der hat
gesagt, die eigentliche Zufahrt ist gesperrt, da wird gerade asphaltiert. Gucken dann, ob mal oben in die andere Einfahrt reinkämen. Einfahrt normalerweise. Vorne reicht's nicht! An der Einfahrt. Es ist manchmal Spiegel wieder bestelle. So, jetzt blinkt der grün. Katastrophen. Yeah.
Kirchheim-Bolanden abgeladen, dann bin ich nach Hause, habe umgesattelt und habe dann bei uns am anderen Ende vom Ort eine Walze, eine Planierraupe und ein Bagger geholt. Yeah.
wiegt auch nicht so viel. Ich glaube, die hat wirklich nur 18 Tonnen. Kann man es erkennen. Die Kamera sieht so aus. Ja, so um die 17, 18 Tonnen wiegt die. So, wie gesagt, da ist er. Geht nach Hause. Den Bagger links hole ich noch. Ja, ist Feierabend. Weekend. Mal abgeladen, ganz rechts steht er. Jetzt fahre ich gerade in meine Halle. Dann ziehe ich 50 cm aus. Dann laufe ich mal rüber in die Werkstatt. Beziehungsweise ich ziehe aus, dann hänge ich wieder ab. Dann laufe ich mal rüber in die Werkstatt und guck, ob der Radlader fertig ist. Fertig ist es gut. Wie gesagt, wenn er nicht fertig ist, lade ich den morgen. Habe ich schon einmal erklärt, diese Verriegelung auf, wenn es geht. Eben mit dem Meinungsverstärker sollte sie gehen, jawohl. Jetzt hier noch schnell die Luft ab, auf Augenblick. Sorry.
ab. Jetzt muss ich erst die Lenkung spannen. Der Hahn vor ist. Ich fühle wieder irgendwo rum. Der Hahn. Moment. Sorry. Die Fahrstellung ist so. Das heißt, dass die Lenkung an der, am Tieflader mitlenkt hin. Und zum Abhängen muss die Lenkung gesperrt sein. Dann mache ich die Bolzen auf. Drücke den rechten und schiebe diesen Hebel vor. Gucken, ob ich das mit einer Hand hinkriege. Klack, klack. Man hat es nicht gesehen, aber man hat es gehört. Auf jeden Fall sind die Bolzen jetzt hier auf. Das war es eigentlich schon. Ziehe ich den Hebel und lege es bitte einfach ab. Wegmache. Dazu lege ich diesen Hebel, diesen Hahn vor. Jetzt brauche ich allerdings zwei Hände. Jetzt muss ich beide drücken. Sorry, kann ich jetzt nicht ausführlich zeigen. Beide drücken und den Hahn auch vor. Und dann ist hier der Lenkdruck ist weg. Das war alles. Nicht Luft ist weg, Hydraulikleitung ist weg und jetzt. Radlade. Kann man nicht erkennen, ne? Egal. Da. Bremse auf. Hier vorne an dem Kipphebel nach oben ist vorwärts. Da ist rückwärts. Attacke.
normalerweise, hoppla, ja, tut mir leid, das sollte normalerweise, was ist jetzt los? Das ist die Handbremse Zugang, ja? Jetzt natürlich, ne? Tut sich nichts mehr, zeigt dann Fehler an, Freitagabend, warum soll es auch mal, soll es auch mal gut laufen, Zündung nochmal an, warte mal bis er hochgefahren ist. Das war eben, auf jeden Fall ging die Handbremse zu und nichts hat sich mehr getan. Das probiere ich jetzt gerade nochmal, ich drehe mal die Bremse. Alles gut. So. Der Laden ist relativ einfach, weil man sitzt in der Mitte vom Fahrzeug. Man hat die Mitte vom Tieflader quasi vor sich. Ja, das sollte jetzt ziemlich passen so. Aber zur Sicherheit heben wir nochmal an, dass wir unter der Schaufel durchgucken können. Weit nach links. So, gleich müsste man anstehen. Jawohl. Bremse. Gang raus, machen wir den Arm hoch, dann gucken wir mal. Und einen wunderschönen guten Morgen. Samstagmorgen haben wir, es ist 5 Uhr. Ja, geh rein. Ich fahre heute Morgen schnell den Radlader nach Mannheim. Nicht weil ich muss, sondern weil ich das jetzt heute Morgen so machen möchte. Heute Morgen, wie gesagt, samstags ist nichts los. Die Rebecca anrufen, Augenblick. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der... Gib mein Tor auf. Den fahren wir schnell raus und dann hatte ich meinen Satz fertig. Ich glaube nicht. Den fahre ich raus, weil, wie gesagt, Mannheim ziemlich Innenstadt und da ist samstags morgens ist halt einfach, es ist nichts los. Es ist, bis ich jetzt draußen bin in Mannheim, ist es kurz vor 6. Da ist alles noch gemütlich am Dusseln, außer die Menschen, die arbeiten müssen. Ah.
der Flohmarkt heute. Wenn ich das gewusst hätte. Das war doch noch relativ tief. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen zu hoch hin. Aber egal, das lasse ich jetzt so. Dass ich wieder rauskomme. Dann ist auch Feierabend für heute schon. Als ich ankam, ich bin um 5.38 Uhr bin ich hier vorne abgebogen. Hier in die Straße rein. Da war hier schon Chaos. Das ist. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber stramm. Hier von Mannheim nur noch nach Hause gefahren. Hab noch ein bisschen Fahrzeug gewaschen, aber das muss ich euch ja nicht zeigen. Machen wir Schluss hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Mir macht's nach wie vor jede Menge Spaß, diese Videos für euch zu gestalten, schneiden. Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken bei allen Zuschauern, bei allen Abonnenten über die tollen Kommentare. Freut mich alles riesig. Und danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß und haut rein. Bis denn.